Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei meinem Museum. Wir haben ja gestern angefangen hier mehr oder weniger mit Grandpa und dieser Lilly, keine Ahnung, wie sie jetzt heißt, mit dieser komischen Assistentin zu quatschen, die mir ein bisschen auf den Sack gehen muss. Habe ich das jetzt gesagt? Und wir werden uns jetzt seit heute noch durch den zweiten Teil kämpfen. Mal schauen, wie es euch gefällt. Von daher wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß dabei. Okay, dann fixen wir das Ding halt auch. Ach du Kacke. Okay, schauen wir mal, wie schnell ich mich da voranarbeiten kann. Oh weh. Na gut, es ist halt Restaurierung, ne? Normalerweise brauchst du da wahrscheinlich Stunden für sowas. Kriege ich vielleicht eine größere Rolle? Also, dass ich das schneller machen kann. So. Und gleich haben wir es. Zumindest auf der Seite, ne? Sind es dann 50%, wenn ich das habe? Ja, es sind 50%. Aber ob ich das zeitlich schaffe? Eine Woche? So. So, 99%, willst du mich jetzt halt veräppeln? Die Kanten, ne? Ey. Also die Kanten... Übel. So. Wir schnappen uns das Spritzdingsbums da. Hat einer von euch schon mal Airbrush gemacht? Also das ist ja wirklich auch eine Kunst für sich. Das habe ich in jungen Jahren habe ich das mal probiert, aber keine Chance. Also da muss man Talent dazu haben, ganz ehrlich. Ich finde es ja faszinierend, wie manche mit Airbrush ihr Auto und so weiter gestalten können. Finde ich extrem genial. Es ist halt eine Kunst, ne? Muss man echt sagen. So, Hauptsache hier vorne. Und so schwenkern kannst du das Ding eigentlich auch nicht, weil da hast du ja Farbe drin. So, und wieder 50%, 51 sogar, wow. Nur im Grunde, wenn ich jetzt das hier auch wieder nicht fix mache, komplett. Fortschritt 89, jetzt bin ich mal gespannt. Weil das sind ja einige Sachen, ne, auch hier. Ah, wahrscheinlich auch wieder der Rand, ne? Ja, dachte ich es mir. Okay, linke Augenklappe ist okay. Okay, okay, okay. Noch irgendwas? Einreichen. Krempel die Ärmel hoch. Okay, was ist das jetzt? Okay. Jetzt? Ach so, da. Ernsthaft? Das sind Schrauben, okay. Oder Nieten, wie auch immer. Meine Maus. Ui. Okay. Großartige. Großvater, jetzt bist du dran. Rauf auf den Arbeitstisch. Sehr lustig. Gib das nächste Exponat her.
Wir haben noch ein paar alte Sachen aus dem Krieg. Ich verstehe. Holst du ein paar Bier? gib das nächste Exponat her. Okay. Mal schauen, wie lang es geht. Eventuell mache ich genau hier an der Stelle einen Schnitt. Gucken wir mal. So, die Pickelhaube. Aha, es schaut rosa aus. Das Ding kennt man ja aus der... aus dem Trailer. Gucken, wie das noch wird. So, aber wenn das nur eine Pickelhaube ist, ich bin mal gespannt. Vielleicht muss ich dann auch die... Innenseite wahrscheinlich machen. Wir sind gerade mal bei 92%. Okay. Das Ding da oben natürlich auch, den Pickel selbst, ne? Echt jetzt? Das ist doch noch gar nicht richtig fertig. Verstehe, wer will, ne? Okay. Wir schnappen uns das Ding. Deswegen kann man ja dann auch näher rangehen, ne? Dass man das präziser machen kann. Da frage ich mich, für was das, es das gibt. Also um präziser zu arbeiten, ne? Aber wenn du dann nicht wirklich präzise arbeiten kannst. So, vielleicht ist es auch einfach nur ein Klarlack, um die Farbe quasi hervorzuheben. Okay. Also da würde man wahrscheinlich Stunden setzen, um das richtig zu restaurieren. Das Drehen ist halt nicht so hundertprozentig präzise. Vor allem, sobald ich ein bisschen drüber rausrutsch, geht mir das Sprühgerät sonst wohin, ne? Also immer nur das sprühen, was einem vor den Augen ist. Kannst du mal da bleiben? Mit dieser Düse. Also es ist schon wirklich ein sehr großes Gefummel. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das dann noch mit anderen Dingen ist, aber ich denke mir, dass ja da, also Museum, ne, da eventuell auch noch Gemälde und sowas kommen. Das Ding ist doch noch gar nicht fertig. Oh Mann, einreichen. Das Teil ist doch noch gar nicht fertig. Noch irgendwas? Hallo? So, gib das nächste Exponat her. Die Dinger passen alle. Okay. Mehr? Achso, nö, zurück. Einreichen. So, sorry für den kurzen Break.
Da hat es wieder meine Freundesliste eingeblendet, was ich eigentlich gar nicht mag. Aber ich vergesse auch immer auf Offline zu stellen. Ich frage mich, warum das Steam nicht einfach beibehält. Und jetzt? Hallo? Vickers Maschinengewehr. Ah, da muss ich jetzt nichts restaurieren oder was? Da muss ich jetzt nur zusammenschrauben. Ja, dann scroll weg, scroll weg, scroll weg. Ich hau auf die Maus, ehrlich. So, das Ding. Bitte, ja, hin. Okay. Etwas umständlich. Vor allem, ich klicke nur einmal und das war's dann. Gib's das nächste Exponate her. Großartige Arbeit. Langsam nähern wir uns der Museumseröffnung. Aha. Ja, ich sehe schon diese Kritiken. Das war New Yorks größte Ausstellung. 5 Exponate, wenn man den Besitzer mitzählt. Tatsächlich, morgen kommen die Vitrinen, aber wir haben nichts, womit wir sie füllen können. Kommt das Zeug jetzt her? Wir tun den Großvater rein. Hehe. Sehr lustig, ja, ja. Ohne Bares bekommen wir keine Exponate. Großvater, was ist mit deinem Schatz, der im Museum versteckt ist? Die neuen Vitrinen sind das. Kommt hergelaufen. Wir stellen die Vitrinen im Museum auf, hä? Gelaufen? Sehr lustig. Beginne mit der großen Vitrine, stell sie auf, dann stell die kleineren daneben. Mit der da? Oder ist da irgendwas gekommen? Achso, die Dinger da wahrscheinlich, ne? Und egal, wo ich die hinstelle, oder was? Keine Ahnung, ups. Hallo. Von den Mechaniken her muss ich sagen, es ist etwas anstrengend. So, vor allem ist es total wurscht, wie ich die Dinger hinstelle anscheinend. So, zack, dahin. Dahin. Da haben wir nochmal eine. So. Beginne mit der größten Vitrine. Stell sie auf, dann stell die kleineren daneben. Weg aus meiner Hand. Weg aus meiner Hand, habe ich gesagt. Oh. Also ich kann im Grunde jetzt schon nicht wirklich... Ja, natürlich, das ist super. Ja, über Stalin hat man das Gleiche gesagt. Wir haben immer noch keine Exponate. Du hast eigentlich hier erneuert, den Rest kaufen wir. Ich habe 4 Dollar in der Tasche. Großvater, du hast doch ein sehr teures Exponat. Ein Unikat. Ja, das habe ich, dass du es weißt. Es heißt, was? Argus. Und? That's it. I don't remember anything else. I have a computer to remember that stuff for me. Erinnere mich nicht zum Erinnern, habe ich einen Computer. Okay. Und alles, was? Und alles an mehr erinnere ich mich nicht zum Erinnern, habe ich einen Computer? Hm? Okay. Dann. Okay, da haben wir quasi ein Exponat. Da haben wir ein Exponat. Und warum verschiebt es das Ganze? Ich wollte doch eigentlich die Exponate hochheben. Sind da Helme drin plötzlich? Wo kommt das Zeug jetzt her? Auf einmal. Naja. Egal. Gehen wir mal am Computer. Grandpa. Kennwort. Entsperren. Ich komme nicht rein. Der Computer fragt nach dem Passwort, Großvater.
Passwort, ich erinnere mich nicht. Dafür habe ich ein... Ja, ja. Dafür habe ich einen Computer. Das Passwort besteht aus 4 Buchstaben. Einfach. Easy? Oder Zahlen? Oder aus 4 Sonderzeichen? Weißt du nicht, wo ich beginnen könnte, das Passwort zu suchen? Bei der ersten Renovierung war mein Großvater sehr vorsichtig, um die vertikalen Balken, die das Dach in der Haupthalle stützen, nicht zu beschädigen. Okay. Da haben wir ein A. L. Eventuell alle? Okay, ich probier's mal. Ella vielleicht? Als Name? Ah, okay. Where, here, what? Aha. Da draußen? Siehe neue Mappe. Große Ikonen. Neue Mappe. Oh Gott, was ist denn das? Also wir wissen auf jeden Fall. Ich will raus hier. Documents, Images, C. Vor allem, wenn das Ding da oben ist, weißt du? Kann ich die auch wieder löschen? Danke. Images. Wollte. Hallo, ich will das irgendwie verschieben hier. Ist das... Wall. Jetzt ernsthaft? Und das ist das Lady JPEG? Also ehrlich. Documents? Ja, Documents, Images. Super. Okay, kann ich jetzt da raus? Hallo? Ah, ich kann das auch... Weg damit. Weg damit. Ah, da oben ist der Ausschalter. Da muss man erst einmal drauf kommen. Hallo? halt. Falsche Richtung. Da müssen wir hin. So. Toller Apparat, schaffst du es, ihn wieder zusammenzusetzen und ihn zu restaurieren? Ich habe ja da mein Werkzeug liegen, ne? Das ist ja gar kein Thema. So, der Argus C3. Gehäuse okay, schließen, bla bla bla. Okay. Wie soll ich es nicht schaffen, den zusammenzubauen? Es wird mir alles vorgekaut. Außer man muss eine exakte Reihenfolge machen. Oh, und dann... Ja, natürlich. Geh natürlich immer wieder weg und wieder hin. Ist das jetzt euer Ernst? Also das ist ganz komisch gemacht, ganz ehrlich. Da bin ich mal gespannt, wie euer Feedback dazu ist. Das nicht? Die da? Achso, das sind die da, ne? Oder? Ich muss echt sagen, dass es anstrengend ist, dieses Spiel. Also kopfmäßig ist es anstrengend. So.
weil die Kameraverschiebungen extrem ekelhaft sind und ich kann es nicht beeinflussen irgendwie auf eine normale Weise. Ach, da liegt noch eine Schraube, ne? Die kommt wohin? Da? Da ist noch was. Noch was da? Nein? Na also. Großartig, wir verkaufen den Apparat. Wir können die erste Ausstellung zum vorgesehenen Termin eröffnen. Ich glaube, ich weine gleich. Klipp, klipp vor Freude. Ja, ja. Ich freue mich auch riesig. Nicht schlimm, oh, der Großvater weint auch. Ja, ich bin mit 2 Flaschen Bier aus dem Laden gekommen und hingefallen. Ich habe kein Geld mehr für neue. Was ist das? Mir tut das Spiel weh, ehrlich gesagt. Ja, das ist... Weg damit. Ach so, da wird gerade gesagt, was das Zeug wert ist, oder wie? Ich hab's schon gesehen, ihr müsst mir das halt nochmal zeigen. Ach so, hier oben steht dann quasi der Preis, ne? Ja, ist gut. Okay. So, herzlichen Glückwunsch, du hast die Demo abgeschlossen und das Museum gerettet. Ich bin auch gerettet, weil ich jetzt aus der Demo rauskomme. In der nächsten Phase des Spiels erwarten Sie Verwaltung des Museums, mehr Funktionen im Zusammenhang mit der Renovierung des Museums, Erstellen von Ausstellungen, die Organisation von Auktionen für Exponate, Entwicklung Ihres Unternehmens und Erwerb neuer Gebäude. Okay, also an sich klingt das Ganze auf jeden Fall interessant. Also es ist ein bisschen von der Steuerung ganz komisch. Es ist auch schwierig zu erklären. Ihr müsstet die Demo mal selber spielen. Ich weiß bloß nicht, ob die danach noch verfügbar ist nach dieser Demo-Woche oder ob das dann vorbei ist. Also insofern würde ich sagen, wenn, dann schaut es euch einfach selber mal an. Dann werdet ihr merken, wie bescheiden das Ganze ist. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir Kommentare da. Ich bin mir sicher, dass ich auf jeden Fall einen Break eingebaut habe. Von daher sage ich jetzt schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch nur noch das Beste und ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer.